Handwerkliche Fertigung in höchster Vollendung war für Josef Hoffmann oberstes Gebot. Höchster Qualität zu liefern, hat schon immer Probleme mit sich gebracht. Schon früh hat Kolo Moser, bevor er 1907 die Wiener Werkstätte nach Differenzen mit Fritz Werndorfer verließ, bei jeder Gelegenheit darauf hingewiesen, dass der Qualitätsfanatismus gepaart mit einem immensen Warenangebot kaum durch das zahlende Publikum honoriert werden wird. Auch heute ist es so, dass Gegenstände von höchster handwerklicher Vollendung nur über andere Produkte finanziert werden können.